Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge haben wir einen riesen Sandwurm besiegt und ja, wir sollen jetzt auf nach Morai gehen. Soweit ich mich erinnern kann, ist das ein ziemlich großes und ziemlich heftiges Verlies. Deswegen habe ich lieber mal einen Cut gemacht in der letzten Folge. Aber wir müssen vorher noch mit Amel sprechen. Die Morai-Ruinen sind aufgetaucht. Das also bedeutet das Monument. Ich fühle, dass wir der Arche einen großen Schritt näher gekommen sind. Ich will sofort aufbrechen, aber es gibt da noch etwas, was Donna mir aufgetragen hat. Darum muss ich mich zuerst kümmern. Warum gehst du nicht vor? Ich werde dir in Kürze folgen. Ja, Feigling. Was soll man dazu noch sagen? Wo ist denn das? Morai war doch nicht nur ein Mythos. Warte, diese Ruinen sind enkavianisch. Achso, das habe ich noch gar nicht gemacht, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich teleportiere mich da einfach hin, aber nein, das können wir natürlich auch wieder nicht. Das Treffen ist vorbei. Vertreiben wir die Banditen ein für alle Mal. Ich bin aber gerade am Überlegen. Du findest hier keine besseren Angebote. Wir haben ja aber keinen der Ausrüstungshändler. Nee, aber der repariert nicht meine Ausrüstung, ne? Weil das kann man natürlich auch machen, seine Ausrüstung reparieren. Da muss ich demnächst nochmal nachgucken. Und was sehr, sehr geil ist, was ich privat schon festgestellt habe, es gibt auch eine Möglichkeit, verschiedene Handwerke zu machen. Leider inklusive Angeln. Ich muss aber dazu sagen, dass das Angeln hier nicht so schlimm gemacht ist wie in einigen anderen MMOs. Ich mach erstmal das hier. So, ist der Eingang hier? Ah, okay. Ihr habt den Eingang gefunden. Sehen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Morai, wir haben es geschafft. Genau, ich gehe rückwärts raus. Das wäre vielleicht die beste Idee, die ich hatte, aber naja. Okay, meine Gegenstandsstufe 97, empfohlenes 80. Oje, oje, oje. Okay. Wir versuchen es trotzdem mal allein. Ich meine, wir könnten auch mal eine Matchsuche machen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wie lange das dann dauern würde. Deswegen versuche ich es jetzt erstmal alleine. So, auf 7 muss ich drücken, wenn irgendetwas sein sollte. Ach du Schande. Ja, 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 ja. Das war das, was, glaube ich, am Ende mega, mega schwer gewesen ist. Oh nein. Ich kann keinen Meter weit sehen. Es ist zu gefährlich, weiterzugehen. Bitte warte und lass mich eine Fackel anzünden. Licht von Regulus, des Herrn der Götter. Können wir? Damit sollten wir den Pfad erkennen können. Schnell, suchen wir in den Ruinen. Oh. Das war knapp. Wir sollten besser aufpassen. Wir? Du bist darüber gelaufen. Diese Glyphen scheinen auf Licht zu reagieren. Achtung, der Pfad ist sehr rutschig. Kann ich jetzt hier runterrutschen, nur weil du das gesagt hast, ne? Kein kluger Spruch.
Nur das Genesis-Licht kann die Dunkelheit auslöschen. Was könnte das bedeuten? Es muss einen Weg vorwärts geben. Diese Brise, sie kommt von diesen Felsen. Die Ruinen müssen dahinter sein. Ich kann einen Pfad freilegen. Die Morai? Verflucht? Was hat das verursacht? Ja. Dann wollen wir mal los, wa? Das sind einfach zu viele. Ich finde einen anderen Weg. Weiter. Ja, wäre mal ein bisschen schneller gelaufen, hätten wir das Problem jetzt nicht. Aber okay. Ich muss erstmal ein bisschen aufladen hier. So, von wo kommen wir? Das alle? Ich muss immer gucken, dass ich nicht von beiden Seiten jetzt hier eingekesselt werde. So. Oh oh. Das hört sich irgendwie nicht gut an. So, öffne die wasserblockierenden Tore. Auch jemand? Mann. So, da oben sind keine mehr. Ah, da kommen aber wieder welche. Hallo.
Ja, das passiert, wenn ihr versucht, mich einzukesseln, ihr Idioten. Ah, was habe ich denn da Schönes bekommen? Schießen die einfach auf mich, ey. Die schießen hier, oder was? Was seid ihr denn für Viecher? So geht das aber nicht. Moment, hier ist noch ein Tor. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt dieser Schutzschild herkam, aber der war geil. Dir noch. Oh, fuck, das war das. Wow. So geil habe ich das beim letzten Mal allerdings nicht hinbekommen, weil ich diesen Angriff da noch nicht drin hatte. Oh, warten wir mal kurz, bis die Heilung durch ist. Okay, viel mehr kommt da nicht. Also die Tonsoldaten haben es schon in sich. Was auch sonst.
So, Moment, ich muss jetzt da runter. Hier, ne? Ich wollte gerade sagen, die stehen doch bestimmt jetzt hier gleich um die Ecke. Ich da mal kurz. Plus 5. Ist beides das gleiche. Und das ist auch besser. Das mache ich mal eben zwischendurch. So. Dann müssen wir rüber. Ja, kurz heilen. Wir müssen... Moment, Moment. Wir müssen noch geradeaus. Ja klar, wir sind ja von links nach rechts rüber. Genau. So. Ich wieder einstürzen hier. Ach, der Mist war das. Oh. Also ich bin beim letzten Mal schon fast draufgegangen, weil einen das total stunt. Ja, komm, lauf. Ja, es funktioniert auch nicht, wenn man seinen Trank trinkt. Ja, und damit mussten wir uns dann einmal wiederbeleben. Das musste ich beim letzten Mal zum Glück nicht. Was jetzt? Achso, das ist jetzt gerade so gestockt. Kommt hier was? Hier kommt was Großes, oder? Ach du Scheiße. Erwacht, Tonsoldaten! Ja, das war etwas, was richtig, richtig kacke war. Ja, sie springt irgendwie nicht. Das ist ein Riesenproblem. Also ausweichen ist nicht bei ihr. Heilen darf man sich auch nicht, weil man ja die ganze Zeit gestunt wird. Hallo. Heilen wäre mal schön, aber... ich gebe zu, dass das jetzt wesentlich einfacher war, als wo wir das zu zweit gemacht haben. Hä? Oh Gott, nee. Das kann man übrigens auch nicht überleben, ohne getroffen zu werden, habe ich das Gefühl.
Na komm, geh auf. Ja, komm, 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 geh auf, geh auf, geh auf. Nein, sie lassen mich hier einfach erquetschen. Das ist sowas von scheiße gemacht. Ah, ich werde mich trotzdem vorsichtshalber nochmal heilen, weil es kann nämlich sein, dass danach irgendwas kam, was jetzt wirklich nochmal schwierig ist. Weil das war ja noch nicht der Endboss. Das war noch nicht das Schwierige daran. So. So, wo ist das denn? Genau. Da. Und wir sind ja leider noch lange nicht beim Ende. Obwohl wir gehen, glaube ich, auf das Ende zu. Boah, da unten sind wieder so viele, ne? Soll man lieber nochmal kurz heilen? Puh. Okay. Ja, wenn man die auf einen Schlag erledigen kann, ist es auf jeden Fall wesentlich besser. Hallo. Du sollst eigentlich dahin. Hallo, Char? Ach so, ich soll die... Ach. Okay, okay. Zerstören. Alles klar. Jetzt habe ich auch verstanden. Ah, ich wollte gerade mal gucken, was ich bekommen habe. Ach, die ist schon wieder. Ja, habe ich jetzt kurz die Gelegenheit. Das ist nicht wirklich besser. Das ist etwas besser. Das können wir auch mal immer lernen. Und die... Das können wir auch mal eben mal lernen. So, die anderen Sachen sind nicht besser.
So. Aber wir nähern uns langsam dem Schamanen, den wir besiegen sollen. Da hinten sind wir. So. Können wir... Gehen wir da auch durch? Nee, ne? Okay. Nee, dann gehen wir hoch. Sah jetzt nur irgendwie so aus, als ob man da noch durch könnte. Vielleicht noch irgendwie was Kleines machen könnte. Okay, den Schamanen der Dunkelheit. Dann los. Oh, Oberflächenbewohner sind hier. Findet sie! Ich rieche sie. Kann nicht sein. Ich habe mich heute Morgen geduscht. Sucht. Sucht. Findet sie. Findet sie. Sie sind hier. Sucht. Sucht. So, seid ihr so freundlich und kommt direkt auf mich zu oder muss ich euch alle da oben erledigen? Okay, ich habe jetzt aus Versehen, glaube ich, irgendwas getrunken. Die war doch nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Ach, da gibt es sogar tatsächlich zwei, wo man hochklettern kann. Okay. Ich dachte, das hätten sie jetzt letztes Mal nur gemacht, weil der Epi und ich da hochgeklettert sind. So, ich muss nach rechts. Oh. So, Jungs, ich würde gerne endlich mal mit diesen Dungeon zu Ende sein. Und das zwar nicht im, im Sterbenstechnischen. Begib dich zum Goldtempel. Okay. Oh, das war das. Nein. Erhebt euch. Erhebt euch, Herr der Dunkelheit. Der Dunkelheit. Löscht das, Licht, das Licht mit einem Wall der Nacht. Wall der Nacht. Also ich kann nur sagen, der Epi und ich, wir lagen beide dauerhaft gestunt auf dem Boden. Und der Boss ist echt scheiße. Ich würde mich aber gerne vorher noch mal heilen, weil der ist wirklich, wirklich scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Nicht.
rennt er da raus. Ist in Dunkelheit gehüllt. Wir müssen die Dunkelheit mit Licht durchdringen. Ein wenig mehr. Fast geschafft. Ja. Er lädt sich nur immer wieder auf. Das ist das Problem. Diese Tricks! Wie armselig! Nix Tricks. Überlebenswille. Ja, springen tut sie auch wieder nicht, wie immer. Kann ich natürlich wieder mit nach raus. Die ist irgendwie auch gestunt, nachdem sie was gemacht hat, habe ich so das Gefühl. Jetzt! Ja, würde ich ja gerne. Hallo. Achso, Q drücken, okay. Ich weiß nicht, was das mit dem R ist. Wahrscheinlich wieder hinlegen oder so. Au. Heilen durfte ich mich auch. Was hast du zu erreichen? Erwarte dich nur der Tod. Könntest du mal weniger reden, bitte? Nein! Och, was macht die blöde Kuh denn? Nein, jetzt rennt er in die andere Richtung. Der Arsch. Es ist halt sehr schwer auszuweichen bei dem Gegner. Ist dann nicht, dass ich langsamer werde. Jetzt habe ich es mitbekommen. Wieder raus, Mann, heil dich einfach. Oh. Ja, springen kein bisschen. Alles kein Thema. Boah, ey. So, das wieder nehmen. Zack. Mit Q, glaube ich, war's. Zack. Und einmal entladen, sozusagen. Jo, also ich bin ehrlich, es war zu zweit irgendwie wesentlich schwieriger. Der erste Schlüssel zur Arche. Das Siegel des Schwertes. Es war die ganze Zeit hier. Gut gemacht.
Aber nun übernehme ich das Siegel. Achtung! Den eigenen Körper als Schild nutzen, töricht. Nicht schlecht für einen Halbdämon. Aber weiter als das wirst du nicht kommen. Das Siegel des Schwertes! Ein letztes Mal! Du gibst vor, ein Mensch zu sein. Aber das ist ein wahres Ich. Das Siegel ist mein! Nur ein Delay. Ja, wo ist er denn? Auf jeden Fall kann ich mir in der Zwischenzeit mal das Siegel schnappen. Und wir haben eine Truhe. Vor allen Dingen dieser Spruch. Ich öffne diese wunderschöne Truhe. Okay, dann schauen wir mal eben ganz schnell. Ja, die Beherrschung ist ein bisschen schlechter. Ansonsten wäre das... Das ist was zum Lernen. Emote beten. Das können wir nicht verwenden. Warum können wir das nicht verwenden? Der Ring ist nicht besser. Das ist auf jeden Fall besser. Das tauschen wir. Und die restlichen sind... Doch! Kopfbedeckung, die ist besser. Okay, dann nehmen wir mal schnell das Lied der Flucht. So, warum auch immer ich das jetzt nochmal machen konnte. Ja, ich weiß, dass ich jetzt eigentlich noch mal eben schnell mit Donner sprechen sollte, aber da diese Folge jetzt schon fast 40 Minuten läuft, würde ich sagen, mache ich hier mal einen ganz schnellen Cut und spreche tatsächlich mit Donner erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.